Grundsätzlich, wir bewegen uns von Kindheit an viel zu wenig, ja, verbringen viel zu viel Zeit in den modernen Medien wie Internet, wie Fernsehen, wie Handy und so weiter. Und die Zeit, die wir uns da nehmen, um uns wirklich aktiv zu bewegen, hat sich massiv reduziert in diesen letzten 30, 40 Jahren. Also für mich ist aktive Mobilität eigentlich der Versuch, auf der einen Seite das, was ich im normalen Sport mache, ja, in den Alltag zu integrieren. Da gibt es auch Studien darüber. Zum Beispiel, es wurde auch Studien gemacht über Leute, die Gewicht abnehmen wollten. Und die einen, die haben im Prinzip eine halbe Stunde täglich trainiert und die anderen haben einfach ihr Trainingsprogramm mit Treppensteigen und so absolviert. Die Ergebnisse waren eigentlich gleich. Zudem muss man sagen, Bewegung bringt für unsere Gesundheit sehr, sehr viel. Also aktive Mobilität oder diese Slow Mobility, also das heißt, wir nehmen eigentlich Geschwindigkeit raus. Ja. Ich denke nicht, dass das konträr steht zu der Thematik, dass wir ja immer schneller und immer erfolgreicher sein müssen. Ich glaube, es ist sogar im Gegenteil die Lebensphilosophie, dass wir hergehen und sagen, wenn ich die Zeit vielleicht, um an meinen Arbeitsplatz zu kommen, wenn ich da ein bisschen länger brauche, aber diese Zeit für mich persönlich nutzen kann, weil ich in der Zeit einen Spaziergang machen kann, weil ich in der Zeit auch etwas lesen kann, ja, dann habe ich für mich eigentlich in dieser Zeit, obwohl es eventuell bis zum Schluss länger dauert, viel mehr an Lebensqualität gewonnen.